das schön. Die ersten News des Jahres. Hallo Tisch, hallo Set, hallo Scheinwerfer, hallo Mikrofon, das ihr nicht seht. Ist alles ein bisschen eingestaubt, aber jetzt geht's wieder los. Jetzt gibt's wieder wöchentlich die News und deshalb fangen wir jetzt damit wieder an. Dass Minecraft auch für Bildungszwecke benutzt wird, das ist eigentlich ein alter Hut, denn zum Beispiel gibt es ja seit 2011 schon Minecraft Edu. Das wurde ursprünglich von einem Lehrer entwickelt, mittlerweile werkeln da natürlich ganz viele Leute dran. Und jetzt hat Microsoft für den Sommer eine neue Edition namens Education Edition angekündigt, die basiert auf dem bisherigen Minecraft Edu, baut aber auch darauf auf, macht es natürlich ein bisschen besser und soll dann über kurz oder lang nach Release im Sommer auch das bisherige Edu ersetzen. Wer das jetzt haben will, weil er jetzt zum Beispiel Lehrer ist und sagt, das ist eine tolle Sache, der muss allerdings ein bisschen was bezahlen, nicht viel, aber immerhin $5 pro Account, also sagen wir mal pro Schüler plus ein Lehrer, jeder zahlt $5. Das kostet aber das Ganze über ein Jahr, ne? Also nicht pro Monat, sondern $5 im Jahr. Wer jetzt schon Minecraft Edu benutzt hat und da schon registrierter User ist, der zahlt aber im ersten Jahr von der Education Edition nichts. Tja, ist eine tolle Sache. Jetzt müsst ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, nur noch eure Lehrer überzeugen, das auch für die unterschiedlichsten Zwecke nutzen zu wollen. Es gibt ja viele Lehrer, die sagen, oh, Computer, das ist alles ganz schlimm und Teufelszeug. Also da wird noch viel Überzeugungsarbeit nötig sein. Aber vielleicht habt ihr ja einen coolen Lehrer bei euch an der Schule und könnt ihn vielleicht dazu überreden, die Education Edition von Minecraft zu benutzen. Schreibt gerne mal in die Comments, was ihr davon haltet und ob ihr da Bock drauf hättet in der Schule. You think a disaster would bring people together? Instead, it's brought out the worst. Zu Tom Clancy's The Division hat Ubisoft eine vierteilige Miniserie veröffentlicht, die vor allem ein bisschen was über die Hintergründe des Spiels erklärt. In den USA ist es auf Amazon Prime als halbstündiger Supercut erschienen. Da gibt es dann auch nochmal 5 Minuten mehr Material als auf YouTube, denn wer jetzt keinen amerikanischen Amazon Prime Account hat, der kann sich das trotzdem auf YouTube angucken. Da sind es halt 4 kleine Videos. Die findet ihr auf dem US-amerikanischen Ubisoft-Kanal. Und das Witzige daran ist, dass die Skripte zu diesen 4 Movies von amerikanischen YouTubern gemacht wurden, nämlich von Corridor Digital, von Rocket Jump und von Devin Supertramp. Da hat Ubisoft also denen natürlich viel sozusagen Guidance gegeben, also denen viele Infos zum Spiel und so weiter. Aber die Skripte zu diesen 4 Videos, die haben YouTuber gemacht. Das Release von The Division ist dann natürlich am 8. März, aber es gibt ja noch eine Beta jetzt Ende Januar, und zwar am 28.01. für Xbox One und einen Tag später dann auch für PlayStation 4 und PC. When society falls, we rise. Schon wie Sau auf nächste Woche, denn am 26. Januar erscheint der erste richtige DLC für Rise of the Tomb Raider und der heißt Baba Yaga, The Temple of the Witch. Ich habe da mal ein bisschen mich schlau gelesen. Baba Yaga ist eigentlich eine slawische Märchengestalt, also eine Hexe. Und wie das so ist bei alten Märchen, da gibt es dann 1000 Variationen und die wurden hier und da immer anders erzählt. Aber im Wesentlichen ist das wohl eine ziemliche Psychotante. Es geht dann so darum, dass die dann irgendwie Menschen in den Wald lockt und sie natürlich dann auch frisst. Und das Witzige ist eigentlich, dass sie in einer Hütte wohnt, die keine Tür hat und die auf Hühnerbeinen steht und läuft. Und mit dieser Hütte holt sie sich dann ihre Opfer. Und in dem Trailer, wenn ihr mal drauf achtet, dann seht ihr auch die Hütte der Hexe auf Hühnerbein. Klingt also alles ziemlich abgefahren. Das scheint ein ziemlicher Psychotrip zu werden, dieser DLC. Was übrigens auch noch dabei ist, sind natürlich neue Gegner, neue Kostüme für Lara und noch das ein oder andere Rätsel und auch ein neuer Bogen. Also ich bin schon richtig heiß drauf. Was allerdings im Moment mir noch nicht so ganz klar ist, zumindest konnte ich keine Infos darüber finden, am 29. Januar erscheint ja endlich auch die PC-Version. Ob die PCler dann auch schon auf den DLC zugreifen können, das wurde von Square Enix und Microsoft noch nicht genau erklärt, aber da wird es ja sicherlich dann spätestens zum Release ein paar Infos geben. Für den Nintendo 3DS
es erscheint am 26. Februar Bravely Second Endlair. Das habe ich euch ja auch übrigens in meinem Release-Video zu allen Nintendo-Spielen erzählt, was am Mittwoch erschienen ist. Wenn ihr aber sagt, oh, ich will nicht so lange warten, ich möchte unbedingt schon dieses tolle Spiel spielen, am 11. Februar erscheint im Nintendo eShop eine kostenlose Demo zu Bravely Second. Und die hat es richtig in sich, denn die soll um die 10 Stunden lang sein. Das ist wohl der Anfang des Spiels und sie stellt euch die neuen Charaktere Yu, Jan und Nikolai vor. Wenn ihr die Demo gespielt habt und dann sagt, oh toll, ich kaufe mir jetzt das volle Spiel, dann war das auch alles nicht für die Katz, denn alles, was ihr in der Demo freispielt, also zum Beispiel Items oder eben euch hochlevelt, das nehmt ihr dann mit ins fertige Spiel, wenn ihr euch das holt. Einen Monat vor dem Release hat Ubisoft einen neuen Trailer zu Far Cry Primal veröffentlicht. Der zeigt ein bisschen was zur Story bzw. zum Hauptcharakter namens Tucker, den ihr spielt. Der ist der Anführer des Stammes der Venya und die werden halt ständig angegriffen von den Nachbarstämmen. Da ist zum einen der Kannibalenstamm der Udam und dann gibt es da noch die Izila, die gut mit Feuer umgehen können, also eine ziemliche Bedrohung sind. Für das Spiel wurde übrigens eine eigene Sprache entwickelt. Dazu gibt es auch ein kleines Entwicklervideo online auf dem Ubisoft-Kanal. Und ich finde das total interessant, weil ich habe das mal studiert. Es gibt nämlich, das muss ich euch jetzt erklären, weil das geil ist, eine sogenannte proto-indogermanische Sprache. Also es gibt ja alle europäischen Sprachen, die basieren ja quasi irgendwo auf einer Sprache von Leuten, die mal, als sie den Kontinent besiedelt haben, gesprochen wurde. Also ich meine, die latinischen Sprachen, ne, Französisch, Italienisch, Spanisch und so, die sind sich ja sehr ähnlich. Dann gibt es aber auch noch die germanischen Sprachen. Sanskrit in Indien zum Beispiel zählt auch dazu. Und irgendwie gibt es ja in allen Sprachen immer mal wieder Wörter, die sich sehr ähnlich sind. Und das kann man natürlich zurückverfolgen anhand von Dokumenten und Schriftstücken und so, bis man irgendwo so den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden hat. Und das nennt man dann eine sogenannte Protosprache. Also die Wissenschaft nimmt dann an, okay, wenn alle sagen, alle Sprachen irgendwie was wie Mama oder Mom oder sowas sagen, dann muss halt irgendwo das Wort für Mutter auch irgendwann mal sowas wie Ma zumindest gewesen sein. Und da hat Ubisoft einen ganz klugen Streich gemacht, hat sich eben mit Sprachlinguisten, Sprachwissenschaftlern zusammengetan und hat gesagt, entwickelt uns doch mal für Far Cry Primal eine eigene Sprache. Und das haben sie tatsächlich gemacht und sie sind sogar so weit gegangen und haben gesagt, okay, dieser Stamm, der mit Feuer umgehen kann, die sind offensichtlich schon ein bisschen besser entwickelt. Das heißt, auch deren Sprache ist ein bisschen weiterentwickelt. Finde ich total spannend, schon allein deshalb sollte sich Far Cry Primal für sprachinteressierte Leute wie mich lohnen. Release ist dann natürlich am 23. Februar für PlayStation 4, Xbox One und am 1. März dann erst für PC. Zu guter Letzt noch ein Buchtipp. Ich habe euch ja vor geraumer Zeit schon mal unnützes Wissen für Gamer vorgestellt und da auch mal die eine oder andere Quizfrage draus genommen. Das ist von Björn Rover, ein junger, aufstrebender Autor. Und der hat jetzt ein neues Buch. Es heißt Playthrough 2015, ist also Ende des Jahres erschienen und ist quasi so ein Spielerrückblick auf das Jahr 2015. Da sind 77 Reviews drin, nicht nur die großen Blockbuster, sondern eben auch sowas wie Indie-Games und Handy-Games mit schönen Texten dabei. Und, apropos schöne Texte, das Vorwort hat ein nicht unbekannter junger Mann namens Rockstar geschrieben. Den kennt ihr bestimmt, wenn ihr zum Beispiel häufiger aber auch mal bei Gameswelt TV mitguckt, dann kennt ihr den bestimmt. Und dann gibt es noch ein paar Empfehlungen, so nach dem Motto, was ist dein Spiel des Jahres? Da sind so Leute dabei, Alexi Bexi hat da zum Beispiel geantwortet. Oder aber auch, wen haben wir denn da noch? Den lieben Gunnar von den Rocket Beans. Und wen haben wir da denn noch? Ach, guck mal, hahaha, die Vio hat auch was geschrieben. Also, wenn ihr wissen wollt, was mein Spiel des Jahres 2015 war, oder eben 77 Spiele aus dem Jahr 2015 ihr in Sachen Reviews euch mal zu Gemüte führen wollt, das ist halt auch mal... Ja, ich weiß nicht, ein schönes Zeitdokument, wenn man sagt, oh, was war in 2015, was waren da für Spiele aktuell, wenn man sich das in 10 Jahren mal anschauen möchte, dann ist das ein ganz, ganz tolles Buch, kostet auch wirklich nicht die Welt, kostet nur 7,90 €. Den Link zu Amazon, den habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr euch das bestellen wollt. Und dann könnt ihr direkt draufklicken, also lohnenswert, Playthrough 2015.
So, das waren sie schon wieder, die ersten News des neuen Jahres, aber sie waren natürlich nicht die letzten, denn ab sofort geht's wöchentlich wieder weiter. Apropos Buch, auch am Mittwoch dreht es sich um ein Buch im kommenden Video. Dann habe ich endlich mal wieder einen Studiogast, Konstantin Gillies ist nicht nur ein cooler Typ, sondern er hat auch ein verdammt cooles Buch geschrieben, das heißt Retroland. Der Name ist Programm. Worum es da geht, erfahrt ihr dann am Mittwoch. Wir zocken dann auch ein paar richtig coole Spiele und bis dahin könnt ihr euch die Zeit vertreiben mit den Videos, die in den letzten Tagen erschienen sind. Wir haben die große Release-Vorschau auf das Jahr 2016 gemacht. Also als erstes ist das PlayStation-Video online gegangen. Das ist hier unten auch verlinkt. Dann kam natürlich auch ein Video noch zur Xbox und zu den PC-Spielen. Und zu guter Letzt, auch das ist hier unten verlinkt, natürlich auch die Nintendo-Spiele, also Wii U und 3DS. Was ist da für dieses Jahr angekündigt? Wenn ihr da unten auf die beiden Videos klickt, kommt ihr übrigens auch zu PC und Xbox. Das ist halt in der Playlist, das findet ihr schon. Ihr seid ja YouTube-Profis, was erzähle ich euch? Ihr seid doch keine Anfänger. Und weil ihr so Profis seid, könnt ihr mir auch direkt einen Daumen hoch geben für die News. Und dann sehen wir uns am Mittwoch zum nächsten Video.